Meine damit sind wir live. Und zwar Euronix gegen die Jungs von Windigos. Geht in die Knife Round. Oder hatten wir die schon? Nee, ich glaube, es geht los. Es geht los, ja. Genau. So, wir haben hier jetzt auf jeden Fall schon Sachen. Mhm. Ja. So, ich muss mal ganz kurz hier noch das wunderschöne Ding. So, es geht auf jeden Fall nach vorne. ESG steht da bereit. Kann erstmal den Push über kurz aufhalten. Was macht denn Faven da? Springt einmal ins Wasser rum, wie ein kleiner Löschzweck. Wird er da einfach nur erstmal eine 3 gegen 2 Situation rausholen. Löscht damit auch erstmal alle Träume für Windigo aus, auf diesen Spot draufzukommen. Crispy geht da nochmal nach. Und ja, jetzt heißt es für Windigo, irgendwo die Eröffnung nochmal zu finden. Ja, Bubble wartet da auf den Backstep. Ja, aber wäre Euronix natürlich reichlich dumm, wenn sie jetzt hier ihre Position aufgeben. Sie haben ja eigentlich jeden Bereich hier kontrolliert. Da Cressy weiß natürlich ganz genau Bescheid, wo es lang geht. Und hier auch nochmal die Information. So, Punisher ist jetzt bekannt und Cressy darf nicht zu sehr seine Position aufgeben. Versucht aber zu unterstützen. So, nur ein Spieler, der zweite. Der könnte jetzt jederzeit kommen, aber Cressy mit einem schönen Shot hier. Und Bubble, letzter Belebender im 1-on-3. Ja, was ist jetzt sein Ziel? Bombe legen, 3K holen oder einfach nur sterben? Was ist für ihn noch drin? Was ist für Euronix drinne? Bubble versucht langsam die Rampe hier auszunutzen, dass er da oben nicht von der Schräge gesehen wird. Und langsam aber sicher sich dann nach vorne zu kämpfen. Krass, nochmal, super Laufweg, ne? Nochmal irgendwie, natürlich auch nochmal eine 2 gegen 1 Situation zu finden. Zeit läuft gegen ihn und dann meldet sich Crispy rein und schießt einfach nur ins Gesicht. Also knuspriger Headshot da von ihm. Und am Ende ist es hier das 1:0. Auch dank Faven, der hier den Spot erstmal wie eine 1 frei hält. Erst Richtung kurz gut Druck gemacht und dann kommt das Monster da keinen Schritt weiter nach vorne. Windigo scheitert hier am B-Setup von dem Elektrofachmarkt. Yes. So, dann haben wir nächste Runde. Man geht hier übrigens auf 4 Rifles. Interessant, gar keine einzige SMG am Start. Also man erwartet hier scheinbar irgendeinen sonderbaren Buy von Windigo. Und er möchte sich einfach schön aufstellen gegen vermeintlich starke Runden. So, Underground ist erstmal der Bereich von Windigo. Man hat ja wie immer hier in so einer Anti-Eco. Die obere Linie ist meistens, wird nicht übernommen. Das Gute ist immer, wenn man hohe DPI hat, meine Freunde. Und einfach hier so. Bam. Oh, jetzt habe ich alles zerstört. Jetzt hast du das Fenster zu weit rübergezogen. Oh, so, warte, ich mach's gleich weg. Da kriegst du eine gerade Linie hin. Das ist richtig krass. Das ist krass, oder? Wie gerade die ist. Da ist bestimmt auch die gute Maus mit dran der gute dabei. So, jetzt haben wir hier auf jeden Fall einen Aufbau von ihnen mit den Pistols. Cressy muss aufpassen, dass er nicht überrascht wird jetzt gleich, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn man hat natürlich gegen Pistols manchmal auf der Close Distance so seine Nachteile. So, wo wird es jetzt hingehen? Jetzt hat man wieder Distanz aufbewahrt. Windigo lässt sich sehr viel Zeit. 35 Sekunden noch auf der Uhr. Jetzt gleich kann man eigentlich wunderbar sich auf die Spots hier committen. Jetzt geht es nach vorne. Oh, Chips kriegt ihn da raus. Schöne Flashbang da auch übrigens von Windigo geworfen. Cressy mit dem nächsten. Jo, es geht weiter. Cressy hält nochmal gegen, aber Victor ist durch. Damit kann Chips versuchen, die Bombe zu legen. Das Backup muss jetzt hier passen, aber da ist die Munition leer bei Victor. Ja, kann er nochmal nachgehen. 2 gegen 1 Situation. P52 und Blocker greift von hinten ein. Zugriff, Zugriff, Zugriff! Nein, das ist kein Zugriff, das ist Zerstörung und Mirbit hält hier Euronix am Leben. 3 Waffen verloren. Ja. Das ist geht besser, aber Runde ist Runde. So muss man es immer positiv sehen. Windigo kann jetzt zumindest erstmal super viel Schaden machen, natürlich auch so ein bisschen den Geldhahn von Euronix erstmal zudrehen in Runde Nummer 2. Das muss natürlich direkt nachgekauft werden. Und Euronix, ja, die nutzen das auch direkt, nehmen 4 noch dabei und natürlich auch noch die beiden Farmers. Ja, man braucht jetzt ein diszipliniertes Aiming, eine disziplinierte Runde, man darf nicht zu viel reinmachen. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, das war viel zu viel. Da wollte er einfach zu viele Frags, nein, das ist nicht gut. So dünn ist Kazuya auch mit dem Model nicht, dass er mit der Laterne überlebt. Ja, das stimmt. Nice try. Wow, das ist genau das Problem, Mann. Wenn Kazuya da einfach diszipliniert zurückgeht nach den 2 Frags, einfach rausgeht, dann ist die Waffe nicht pickable und so hat man jetzt schon 2 Waffen verloren. Das ist mangelhaft. Nein, das darf man nicht machen. Aber sie gewinnt trotzdem. Ja, vielleicht wird es noch ausreichend. So, Bubble, letzter Überlebender, der hat nur noch eine Glock. Und damit wird er nicht die Runde holen. Wenn ja, werde ich hier aufstehen und gehen. Na gut. Oh, jetzt hat er ein gutes Timing. Hat er echt ein gutes Timing.
Er hat ein sehr gutes Timing. Oh, der kriegt schon wieder was Wurst. Ja, Bubble ist da und bekommt noch eine Waffe. Hat keine Kevlar. 43 Sekunden auf der Uhr, also alle Zeit der Welt. Aber da hat man unten schon im Connector. Da muss Bubble jetzt aufpassen. Da ist halt auch eine sehr schnelle Rotation Richtung A in seinen Rücken. Und das wird nicht entzücken, wenn, boah, was ein Timing, wenn Bubble da von hinten erschossen wird. Der schaut noch nach hinten, also passt da auf jeden Fall schon mal gut auf. Er macht alles richtig bisher. Ja. Bisher macht er einfach alles richtig. Ich würde nicht blenden. Ich würde erst auf den Frag gehen. Muss halt sehr viel suchen, die Zeit läuft halt gegen ihn. Ja. So, jetzt wurde er gesehen. So, Smoke noch im Bereich ab. Ja, hatte schön. Immer noch einen Spieler hätte und der smoked ist, halt sich so ein, dass er da. Ja! Nein! Ja, gefreified wird. Also, die lag auch nicht ganz hundertprozentig perfekt, die Smoke für ihn, weil ich glaube, der Spieler hinten in der Toilette hätte ihn sogar gesehen. Könnte der Popo rausgucken, das stimmt, ey. Nee, aber gut gespielt von Bubble noch aus dieser Situation. Hat natürlich das Timing ideal erwischt, hat die Spitze da eben noch gesehen, wie sie hier nach vorne gegangen ist an seiner Ecke. Und nachdem er natürlich die Spitze da hatte, ist er natürlich hinterhergeschlichen, hat ein super Timing erwischt. Das ist natürlich ein Timingfenster, wo dann der Allronix-Spieler nicht mit rechnet. Trotzdem, wir schauen aufs Geld. Das hat natürlich ordentlich wehgetan. Schaut es euch an. Und somit muss Allronix hier diese Runde umso, ja, eindrucksvoller holen, ist ganz, ganz wichtig. So, wir haben eine AWP bei Bubble dabei, ansonsten viel AK, sehr, sehr viel Equipment. Das darf man auch nicht unterschätzen. Also Windigo ist da extrem potent ausgestattet. Mit ganz vielen Granaten. Und natürlich der Gewaltenpower mit Helm, allem drum und dran, alles, was das Herz begehrt. Einen Helm vermisst man bei Bubble, aber das ist absolut in Ordnung. Ja, und damit heißt für Allronix schwitzen, wenn man hier gegenhalten möchte. Und den Raum holt sich Windigo erstmal doch ohne Probleme. Da geht man kein Risiko ein bei den Jungs von Allronix und versucht das eher vom Spot auszuhalten, beziehungsweise sehr tief beim Klo. Oh, die Smoke ist verworfen, Mann. Ist wahrscheinlich jetzt rechts ein Gap. Ja, ich weiß nicht, könnte auch sein, dass es kein Gap ist, aber. Oder er wollte sie so werfen. Dann entschuldige. Das war alles so geplant. Nee, kann ja wirklich sein, dass er die Kante angeht. Oh, da guckt der Kopf raus. Jetzt muss er aufpassen. Sehr gut, dass er sich bewegt. Crispy erfolgreich mit dem nächsten Chips, aber dann mit dem Refrag. Jetzt immer noch eine wichtige Position von Cressy. Der nutzt da jetzt gerade den Raum. Punisher versucht jetzt hier den Frag zu machen. Er zielt ihn auch. 3-2. So, da geht's nach vorne. Gut auf die Smoke aufgepasst. Und Kazuya steht da mit der AWP. Wie eine 1. Und es ist nur noch Punisher im 3-1. So, wird da angegeben. Dann darf Kazuya den letzten haben. Überlebt mit 15 AP. Man bringt sogar noch ein bisschen Equipment durch an Granaten. Die AWP, ganz, ganz wichtige Sache und Allronix geht erstmal mit 4-0 in Führung. Huh, erste wichtige Runde, um einen Schritt weiterzukommen bei diesem Miner. Die können sie erstmal aufs Konto buchen und bei Windigo muss man sparen. Man kauft zwar nochmal ein paar Granaten, aber man will natürlich auch den Loser-Bonus ausnutzen, in der nächsten Runde gegebenenfalls wieder eine AWP kaufen und natürlich auch Equipment haben. Ganz, ganz wichtige Sache auf Overpass. Ich hätte erwartet, dass Windigo hier wieder weiterkauft. Man hat es aus damaligen Zeiten, wie hießen sie damals noch, wie hieß das erste Team? Mortal Kombat. Ja, nenne ich doch. Ja, doch, Kombat die haben immer danach reingekauft. Ja, ja, aber da, genau. Die haben immer gekauft bei den Acer Predator Masters. Ja. Permanent, immer reingekauft. Das haben sie auch noch ein Jahr später gemacht, Venom. Ja, die sind einfach immer nur am Kaufen, Kaufen. Aber hier wollen sie es nicht. Aber vielleicht sind sie auch confident, dass sie mit ihren Pistols einiges an Lücken reinknallen können. So, Cressy hat er gesehen. Jetzt wird er hier zu bangen. Guck dir mal an, Alter. Alter. Wenn der ein 1-6 gewesen wäre, wäre er erst mal 2 Headshots gewesen. So, damit mit den Pistols Stück für Stück vor, trotzdem die Information bei Allronix da, dass man hier diesen Raum jetzt erstmal eingenommen hat, dass hier die Pistols sind. Das ist übrigens immer Phase 1, immer Phase 1 hier. Seiden, man rusht direkt, dann ist das natürlich Phase 1. Aber erstmal wird immer der mittlere Bereich eingenommen. So, Cressy und Kazuya bilden da wieder das Bindeglied, um den Spot zu verteilen mit Crispy im Backup. So, und da ist schon ordentlich Power nach oben gezogen. Diesmal sitzt auch der Schuss, also Cressy lässt sich davon Bubble nicht vernaschen. Richtung Langkoppen der Molotow. Das delayt natürlich auch so ein bisschen das Setup. Windigo wollte über beide Seiten reinkommen, klappt hier aber nicht. Und damit kann Kazuya sich nochmal neu positionieren. Und sie muss es abbrechen. Und das sollte man eigentlich hören, weil da wartet Cressy. Und hört die super ansteppen. Ja, lässt einen nicht durchrennen, sondern kümmert sich direkt drum. Das ist dann Victor, seine Chance zuzuschlagen. Damit kommt dann noch eine Waffe ran und Blocker versucht natürlich jetzt den Raum hier aufzumachen. Sehr schön von Blocker. Weiß ganz genau, dass natürlich hier diese klassische Position ist, wo man erstmal den Spot einfach nur checkt und nutzt die natürlich dafür aus. Was? Er trifft oben direkt Kazuya.
Was geht denn hier ab? So, immer wieder wird es versucht. Man weiß jetzt, dass er nicht gelegt hat. Runde ist vorbei und dann wird er nochmal auf dem falschen Fuß erwischt. Also, da holt man hier die nächste Runde bei Oronix und kann nochmal ordentlich das Geld rausnehmen. Oh, 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 Blocker hat kein Geld bekommen. Ja, dadurch, dass er nach der Zeit gestorben ist. Ideal. Und jetzt gibt es auch mal direkt erstmal das Timeout von Windigo. Und das kennen wir nicht bisher, dass Windigo zurückliegt in der hohen Auslastung. Gucken wir mal, meine Freunde. Gucken wir mal. Wer ist denn da draußen noch im Chat unterwegs? Hallo? Zugriff. So, einmal vielleicht mal hier mal schreiben, wer noch da ist. Was glaubt ihr, wer gewinnt? Und wir haben sogar, ja, sehr schön. Noch wir haben ein neues Bild. Schon wieder ein Studiomikrofon. Also, echt? Schon wieder? Was ist denn hier los, Mann? Ich glaube schon, dass das ein Studiomikrofon ist. Das rechte Ding da, das weiße. Ja, das ist ein Studiomikro und eine leckere Pizza. Oronix Gaming vs. Windigo, die Map für mich, Stück Pizza natürlich mit extra Käse, weil mit Käse alles besser ist. Allerdings, Grüße gehen raus an Beginner Deluxe. Es gibt nicht zu viel Käse, oder? Was sagst du dazu? Das stimmt. Käse muss immer Zentimeter weit gestapelt sein auf der Pizza. Da muss ein Berg. Zentimeter weit gestapelt. Es tut mir echt für die Leute leid, die keinen Käse mögen. Ne? Es gibt ja echt Leute, die mögen keinen Käse. Aber so ist es. Die fressen auch kleine Kinder. Nein, zu viel Käse gibt's nicht. ESIS G gewinnt, ist doch klar. Ich verstehe die Frage nicht. Zu viel Käse, das geht nicht in einem Satz. Ja, das stimmt. So, damit gibt's jetzt hier einen Explosions-Go von Winigo. Die machen ein bisschen den Tempowechsel. Das finde ich immer ganz wichtig. Aber Mürbit schafft gerade so den Frag und kriegt auch einen zweiten. Also, er hat richtig Lenkrad gehabt, schafft es aber nochmal. Kazuya jetzt hier schön ausgeglichen, One-on-One. Oh ja, und das ist Punisher. Oh, der frisst erstmal ein bisschen Schaden. Und was macht Kazuya da? Der wechselt noch die Position oben ins Nest rein. So, die Smoke fadet, die Bombe kann gepickt werden und damit kann man das Ei hier legen. Also, Punisher wird aber wahrscheinlich hier gleich schon angehen. Kazuya hat den Winkel. Jawohl! Und der passt auf und das ist der Headshot. Kazuya freut sich nochmal und betet nochmal die Wand an. Und dann geht's hier einfach in den Diffuse. So, guckt nochmal, ob da noch irgendwas rumliegt. Und da ist es die Runde. Kazuya hält sein Team hier zum 6:0. Was ein guter Start von Oronix hier auf Overpass. Und das ist schon mal ein Schritt näher in die richtige Richtung, weil man will sich natürlich auch für die nächste Runde qualifizieren. Nur das Problem, was wir haben, wenn sie hier wirklich gewinnen sollten, das hoffen wir natürlich nicht, könnte Sprout theoretisch ein Gegner sein. So, es gibt keine Leute, die keinen Käse mögen. Die sind wie Bielefeld. Was haltet ihr von Female... Was haltet ihr von... Female Counter-Strike. Ja, von Female Counter-Strike und K. Eine sehr lange Frage, die können wir gerne in der Pause mal beantworten. Oh. Da habe ich eigentlich auch eine klare Meinung zu. Es ist nicht der Sport von Frauen, deswegen gibt es einfach nicht so viele gute Spielerinnen. Und es ist auch sehr schwierig, sich, glaube ich, komfortabel im männlichen CS-Bereich, wo einfach auch sehr viel gepöbelt wird, niederzulassen. Deswegen ist für mich momentan Female CS einfach noch wirklich so eine Marketing-Sache. Ja, denke ich mal, wird mit dem Generationswechsel dann kommen. Definitiv, mit der nächsten Generation Counter-Strike-Spieler wird es auch mehr Spielerinnen geben. Ja, League of Legends gibt es ja auch jede Menge Spielerinnen. Ja. Also, und da ist halt die Frage, ich denke, dass Frauen genauso gut Computerspiele spielen können wie Männer. Das ist korrekt. Habe ich keine Ahnung, ob es da jetzt gut... Man sagt ja, räumliches Denken ist bei Frauen nicht so gut ausgestattet wie bei Männern, jetzt statistisch gesehen. Ich denke, aber das ist eher eine Sache der Motivation. Ja, macht dir auch keinen Spaß, wenn du da die ganze Zeit in Voice kommst und vier Männer machen Fimmelfechten wegen dir. So, Ed geht weiter, Victor mit zwei schönen Frags kommt da schön auf den B-Spot drauf. Jetzt hatten wir hier eine 3 gegen 4 Situation. Und mal sehen, ob sie da den Retake noch machen können. Also dieses explosive Spiel hat jetzt funktioniert, aber auch erstmal in zwei Phasensituationen. Also Windigo versucht da jetzt auf alte Fähigkeiten zurückzustützen. Und ich glaube, Oronix wird das Ganze hier in einen Safe bringen. Ja, weil sie auch selber nicht so viel Geld haben. So, Ich frage mich, warum es keine Mixteams gibt. Das gab es schon mal auf der Global Challenger LAN. Da hat eine von CLG Red bei mit Hiko zusammengespielt. Es gab auch schon in der deutschen EPS eine Frau, die mitgespielt hat. Ich weiß aber auch nicht mehr, wer es war. Okay. Aber so ist es. Auf jeden Fall, sie sind nicht mal am Anfang rausgeflogen, sondern die hat sogar noch gut mitgespielt. Also... Oh mein Gott. Oh, keinen einzigen gehabt, ordentlich Damage gemacht, aber trotzdem noch die Waffe verloren. Also Cressy hat das hat nicht mehr geklappt. Der schreibt da auch Ups. Sehr schön. Tja, aber du weißt, das wird nie funktionieren, weil Männer dann immer um die Frau kämpfen. Du hast es schon gesagt, ne? Das Pimmelfechten, das Bekannte.
Auf einmal hört man eine weibliche Stimme im Voice, sofort werden alle entmutet. Ja. Und dann geht's los. So, im Underground 2 unterwegs. Es wird hier wahrscheinlich einen klassischen B-Split geben, wo man die Türe einnimmt und sofort Richtung Kurz unterwegs ist. Aber mal sehen, ob man darauf punkten kann bei Auronix. Und das hat man jetzt abgeblockt. Also man verschiebt hier, erwartet wirklich einen zügigen B-Go, weil du hast es eben gesagt, sie haben ein sehr einseitiges Spiel gehabt, wie wir es auch gestern von Kingui gesehen haben. Und das wird aber jetzt einfach mal gefaked und das machen sie sehr, sehr gut. Zwei Spieler nur auf dem B, aber alle von Auronix geschoben. Und jetzt sehen wir hier, sie haben einfach freie Fahrt. Oh, Kazuya ist nochmal auf dem Weg nach oben. Was im Kopf. So. Oh, da sieht er schon. Und das wird jetzt schwierig. Kazuya, einen Frag wäre schon gut, zwei wären ideal. Und drei wäre Überpower. Ja, Superpower oder was war das? Ne? Overpower. So, aber die Frags sitzen hier einfach auf der anderen Seite. Victor, der hält einfach den ganzen Spot in Schacht. Ey, meine Güte. Was ein Stiernacken, dieser Kerl. Und damit hat man die zweite Runde bei Windigo in Folge. Ja, das ist wichtig, um diese Partie wieder reinzukommen. Was sagt das Geld von Auronix? Können wir das nochmal einblenden? Nein, diesen Daumen. Okay, einmal Bruch gespielt. Richtiger Geldbruch, Brudi. So, die Frau hieß Ginger in CSS, aber naja, so lange hat sie nicht gehalten. Naja, an die erinnere ich mich nicht. Ich meine an Sex jetzt. Und Major Rabbit schreibt bei Playing Ducks, hatte Shifty als Female im Lineup gut mitgehalten. Ah ja. So, Death Proof ist auch da. Grüße gehen raus. Also schön, dass sich hier mal die deutsche CS-Szene versammelt. Da freuen wir uns natürlich immer richtig, wenn hier das Projekt 99 Damage supported wird. So sollte es sein. Und jetzt geht es in die nächste Runde, meine Freunde. Jo, das Tempo von Windigo wird wieder angezogen. Schneller Druck Richtung Kurz McTen in der ersten Reihe. Da wird der Scout ausgepackt und der Scout mit Chips räumt hier erstmal ganz gut auf. Kleiner Stack hier Richtung Underground. Boah, das muss ich mir jetzt nochmal angucken. Sag mal, sitzt die da auf dem Kopf von dem einen? Tatsache. Guck mal hier, was die da machen, ey. Krass. Hast du da gesehen? Oben bewegt sogar ein Ventilator, ne? Ist mir noch nie aufgefallen. Geh mal rechts, dann rechts gucken und dann ein Stück da. Guck da, was ist das? Was denn? Boah, was ein geiles Feature, Mann. Was ein geiles Feature, haut da rein. Es dreht sich ja, ab. Liebe. Rein. Ey, guck mal hier, und die Smoke kommt auch noch. Also die Awareness ist am Start bei Windigo. Wissen, dass natürlich gestackt worden ist und dass eventuell jetzt auch noch versucht wird, hier irgendwie Exit-Tracks zu ziehen. Und alles wird abgeaimt. Also da merkt man auch wieder die große Spielklasse der Bulgaren. Wir gucken, ob sie sich jetzt hier in so einen Rausch spielen oder ob Auronix sofort mal wieder hier einen Stöpsel in den Abfluss stecken kann. So, da verschenkt man auch kein Geld mehr an die MAC-10 oder an die AK oder an wen auch immer. Da will man einfach nur abwarten und Tee trinken. Also Windigo holt eine Runde, bekommt aber auch kein Bonusgeld, dass sie irgendwo 300 oder 600 Dollar für jeden Kill bekommen. Was natürlich auch nicht unterschätzt werden darf. Ne? Das ist auch eine Granate. Ja, aber dagegen natürlich eine 3-1 zu verlieren oder über 4000, wenn man halt die Waffe verliert, ist auch immer gefährlich. Und da sich Auronix jetzt nicht wirklich viel draus kaufen kann, sondern eigentlich nur Auronix halt wirklich den Vorteil draus hat, ist das schon eine gute Entscheidung gewesen. So, wir sehen jetzt hier so ein Double-Setup von den beiden, auch wieder mit Tower unterwegs im Underground. Dadurch, dass man natürlich diesen Double-Setup hat, hat man hier weniger Deckung und vor allen Dingen muss man dann auch jetzt hier durch die Höhle des Löwens auch zurück und das passiert jetzt in dem Augenblick. Da wartet man auf den Spieler. Jetzt weiß man es natürlich, Windigo kann das Ganze entweder ausnutzen und über Banane sofort Richtung A orientiert spielen oder muss ihn jetzt unter Druck setzen. Und dieser Druck entsteht, aber Punisher, wie ein Mission Impossible Hauptdarsteller wird er hier, überlebt er. Tom Cruise in geheimer Mission. Ne, wo war das nochmal bei James Bond, ne? Wo der einfach immer lang läuft, 5 Milliarden Schüsse und alle an ihm vorbeigehen. Bei GoldenEye war das, stimmt. Bei dieser komischen Radarschlüssel. Ja. So, es geht nach vorne. Da versucht er jetzt den Spot einzunehmen. Auch kleines, gehen wir gleich drauf ein. Erstmal gucken, was hier passiert. So, da geht's nämlich in den Fight rein. Und die 3 gegen 2 oder 3 gegen 4 Situation soll der Retake nochmal für Auronix sein. So, man haut aus dem Feuer ab, versucht natürlich jetzt auch so viel Zeit wie möglich rauszuholen bei Windigo mit den paar Granaten, die man da noch hat. Zweimal Flashbang rein. Das kostet alles Zeit für Auronix. Aber
Sie versuchen es kompakt über die Bank. So, Chips, der hat den letzten auch noch auf dem Schirm. Das kann Mirbit jetzt beenden. Jetzt ist es Crispy und Mirbit, die versuchen nach vorne zu kommen. Gegen Punisher, die Zeit läuft gegen sie. Kann Punisher die Runde runterspielen. Crispy ist logisch, Chance in Nummer 1 fällt. Kann er auf den Kopf kommen? Er macht es! Also, Punisher holt die Runde 6 zu 4. Es ist für Winigo eine wichtige Runde. Also, nochmal ein kleines Augenmerk. Euronix hat extra versucht, hinten den Sumpf einzunehmen und ist komplett dann über B zurückgelaufen. Ja, einer der größten Probleme, muss man einfach mal auch kritisieren, war der gute Cressy, der hier die Bankposition hatte. Er hatte einfach den Winkel so spitz gemacht, dass er selber gesehen werden konnte, aber keine Information hatte, wenn jemand Richtung Truck gecrossed ist. Er hätte viel mehr aus der Position machen können, viel früher schon irgendwie Damage veranstalten oder sonstiges. Klar, das ist eine Prediction-Posi, wenn er da zu offen steht, kriegt sofort einen Headshot, aber in dem Fall war es einfach wirklich zu wenig Druck und dementsprechend konnte Windigo sich breit machen. Große Problematik. So, 4 Runden in Folge, Euronix mit 6-0 gestartet und Windigo, die können einem ja immer nur den Spaß verderben. Ja. Ja. Ja, ich bin der Udo. Hey, ich bin... Hallo. Hier im Saal, in unserer Gegend, du warst immer in der ersten Reihe. Und ich fand dich so erregend. Ja, die Minibar, da lutscht die Minibar leer. Da bin ich hier, ne? Sonderzug nach Banco, du. Ja, Punisher, der drückt jetzt hier mal richtig rein. Schön den kurzen von Victor. Und dann geht Bubble da auch Banane vor, ne? So, damit geht es hier auf den Spot drauf und das sieht... Udo, das sieht nicht gut aus. Also, Euronix da wirklich am struggeln, aber die können bei mir mal in der Minibar vorbeikommen. Im Atlantik. Dann lutschen wir die Minibar leer. Im Atlantik. Ja, Mann. So, geil. Damit haben wir jetzt hier das 6 zu 5 für Windigo. Die gönnen sich und ja. Ah. Das geht. Timeout, Euronix, zweites Timeout. Ja, haben wir was auf Twitter? Gucken wir doch mal ganz kurz rein, ob da noch irgendwas reinkam. Nein, aber ich werde euch natürlich aufklären über die letzten Ergebnisse in diesem Turnier. Das werden wir doch mal ganz kurz durchgehen. Wer hat denn gewonnen, wer hat denn verloren? Also Red Reserve hat gegen Left Out gewonnen, ja, by the way, mit 2 zu 0. NIP geht gerade auf Map Nummer 3, so wie es aussieht. Da steht es zurzeit 7 zu 3 für die Ninjas in Pyjamas. Argo hat auf Overpass mit 9 zu 16 gewonnen. Was haben wir noch im Angebot? Epsilon gegen Nova Wind. Da geht es auch auf Map Nummer 3 und die ist gerade in der Overtime. Also da auch eine sehr spannende Sache, ob das Epsilon oder Nova Wind schafft. Und Japaleno gegen 3D Max, die Jungs von 3D Max, die so ein bisschen überrascht haben, 16 zu 6 gewonnen, dann 6 zu 16 verloren und jetzt geht's auf Map 3 und da liegen sie gerade gegen Japaleno hinten und damit geht es weiter mit Venom zum Sport. Genau, und Kazuya hat hier auch schon mal direkt den ersten Track gemacht, das bedeutet also männertechnisch liegt Windigo gerade hinten und jetzt geht es hier wieder vor, erstmal den Fake und dann auf einmal kommt Neil, die Spieler wieder raus und man weiß, ach das ist einfach, man muss es sagen, Windigo in ihrem einschienigen CS einfach wunderbar variiert. Sie wissen, normalerweise geht man immer bei Windigo mit 5 Mann oder 4 Mann wirklich vor. Jetzt hat man hier einen Spieler agieren lassen. Sofort gab es die Rotation von Euronix Richtung A-orientiert, dass man relativ passiv steht und zur gleichen Zeit bomben sie hier mit dem Boxhandschuh in die Fresse. So, das ist der Boxhandschuh, der fliegt. Krass. Und das ist einfach hier so ein Super Mario Boxhandschuh mit Penis. Sehr schön. Ja. Nur Kazuya. Jo. Und 6-6. Da hat die Munition fast nicht gereicht, um Kazuya noch zu töten. Zweimal, dreimal. Ja, was ist, geht ab? 6-0 hat man hier geführt. 6-0 kommt jetzt Windigo quasi zurück. Also 6-6. Wer holt jetzt hier die Führung? Es sieht danach aus, dass Windigo es machen wird, denn Euronix hat einfach nicht genug Geld. Und ja. Ja, genau. Da schreibt schon der Krex-Max. Finde ich super. Einmal hier richtig Radau im Chat. Los geht's hier, Mann! Euronix nach vorne peitschen, meine Freunde. So, man wartet ab. Euronix, die sparen nochmal Geld. Für Windigo ist das natürlich jetzt eine ganz günstige Ausgangssituation, weil langsam auch das Geld so ein bisschen hochgefarmt wurde oder hochgefeedet in den letzten paar Runden. Ja, und für Euronix nochmal in Runde Nummer 14 vielleicht der Buy, der ihnen nochmal Hoffnung bringt, die Partie auf ihre Seite zu reißen. Zumindest in Hälfte Nummer 1. Zumindest hat der Push schon mal gut vor dem B-Spot funktioniert. Und man kann auch weiterhin die Toilette offensiv halten. Ja, aber und hält den Raum.
Windigo mal wieder klug, macht es nicht so, dass sie dann auch wirklich Richtung A pushen, sondern sie gehen jetzt schön schleichend zurück, nehmen erstmal die Räume ein, damit rechnet schon wieder Euronix nicht und schon gibt es wieder Schwierigkeiten. Also sie haben einfach einen passenden Riecher. Ich glaube, da sagt Minais als Coach an und ja, wir gucken, was passieren wird. Wichtig auf jeden Fall war dieser Push. Und Crispy, der hat eine hohe Verantwortung jetzt da an dem langen Rohr. Ja, da muss er aufpassen. Die Position kann extrem unangenehm für Windigo werden, aber sie sehen einen Schatten oder ein Radar oder irgendwas und schießen da um. So, Faven mit dem ersten. Da hat sich die Arca schon direkt wieder gelohnt, aber Faven wird rausgenommen. So, jetzt auch Mürbit. Keine Chancen. Die Headshots sitzen. Cressy auch einfach dematerialisiert. Einfach komplett in Einzelteile und Neuronen, ja, auf die Neuronen worden. Zerschossen. Richtig. Ja, so stelle ich mir Windigo vor. Ja, da muss das Aiming einfach sitzen. Danke, lieber Venom. Nicht zu danken, mein Freund. Warum liegen hier eigentlich immer deine vollgerotzten Tücher? Ja, schmeiß weg. Ja, genau, die fasse ich auch an. Ey. Boah, Kazuya. Wir haben, wir haben ja Plätze getauscht, von daher. Ja, ist nichts. Kazuya! Alter! Yellow Flash flippt aus. Er hieß ja eine Zeit lang Minato, ne? Wer? Hat, glaube ich, echt überlegt. Kazuya? Ja. Minato? Echt, ja. Minato ist der Vater von Naruto. Und was heißt Kazuya? Weiß ich gar nicht, wer Kazuya ist. Ob das auch eine Anime-Figur ist. Aber Minato ist hier der Yellow Flash. Wollte sich, glaube ich, echt umnennen. Nee, soll lieber weiter so heißen. Finde ich originell Kazuya. Ja. Finde ich gut. Ja. Nicht wie Victor. Ja. Mit Liedschrift, Alter. Da krieg ich Augenkrebs oder sowas. Ich hasse Liedschrift. Nee, beste. Mann. Venom, hallo? Was bist du denn für ein Spack? Alter, Liedschrift. Sieht man mal, was bist du für ein Newfag, ey? Alter, Liedschrift, ey. Ach, richtiger Newfag. So, früher war das noch Trend. Heute ist es vielleicht ein bisschen anders, ja. Weil es halt die Eltern haben. Und dann machst du noch, wenn du Clan-Tag hast, ne, machst du ein Gleichheitszeichen, eine Klammer ja. auf, schreibst ja. NWO rein, machst die Klammer wieder zu, ne, wie früher, und ja, dann hinten so dran noch @mp3. So, wir haben die Phase jetzt erstmal genutzt, wo hier ne, Ebene 1 eingenommen worden ist. Das dauert meistens so um die 35 bis 40 Sekunden, wenn nicht sogar noch länger. Und jetzt können wir endlich mal wieder was checken. Gelber Blitz. Heißt Kazuya echt gelber Blitz, oder was? Keine Ahnung. Das wäre natürlich ein Ding. Weil dann wäre er ja immer noch so Yellow Flash. Gelber Blitz. Ja. Minato. Krass. So, das ist auch ein schöner Boost. Und da versucht man auch sein Glück. Nur da gibt es den Anschuss von Chips, den er da schon bekommen hat, auf 20 HP. Und es geht nach vorne. Also, Windigo wieder mit dem Affenzahn nach vorne. Diesmal steht er mal hier bereit zum Missing ein. Bekommt man Cressy, hält da nochmal gegen, kriegt das Backup hier vom Game Blitz. Und damit ist die 3 gegen 2 Situation. Chips ist halt schon mega low geschossen. Aber das ist zu einfach für ihn, da den Frag zu setzen. Aber da war schon Crispy. Ja, also. Und der ist da. Jetzt Punisher im 1-on-2. Kriegt da ein bisschen Damage ab, kann jetzt gut legen. Weiß ganz genau, von wo die Spieler kommen werden. Jetzt hat er die Granate, die Flasche in der Hand. Und meine lieben Kinder da draußen, greift nicht zur Flasche. Nee. Das löst auch nicht eure Probleme. Warum hast du eigentlich Liedschrift in deinem Namen? Weil ich fucking oldschool bin? Ja, und? Ich hab weißt du, wann ich angefangen habe, Counter-Strike zu spielen? 2001. Ich hab nie Liedschrift in meinem Namen. 2001. Ich hatte... Da warst du noch flüssig. Willst du mich verarschen? Ich hab 2000... Ja, wie alt bist du? Ich hab damals... Nee, ich hab damals auch im Internet angefangen. Ja. Ja, ich hab... Du bist 28, ne? Warte, wann kam mein Steam-Account? Wie alt bist du? Ich bin 29. 29? Ja, ja. Gut, dann sind wir ja... Ach, dann bist du ja... ich sag dir, wann ich im Internet angefangen hab. Bist du ja oldschool, aber trotzdem ein Newfake. So. Ich sag dir das jetzt. Der Satzzeichen, da war ich minus 1. Da war ich minus 1. Geil. Also, mein Steam-Account wurde erstellt am 27. September 2003. Ja, das glaubst du zumindest schon mal, ne? Also müsstest du eigentlich Ahnung haben. Ich weiß, was Liedschrift ist. Ja, dann ist Liedschrift doch wunderbar! Nein, Mann! Liedschrift war immer scheiße. So ein Schwachsinn, nur weil du sie nicht lesen konntest. Ach, halt die Goschen, ey.
Jetzt geht's los hier. Auf jeden Fall gab es einen schönen Bank da von Bubble. Der hat oben da gut den Frack geholt gegen Mürbit. Und jetzt geht man hier auf den Spot. Man explodiert. Langsam kann sich Euronics darauf einstellen. Aber wenn man so trifft, dann macht man nichts dagegen. 2-3 Situation in diesem Moment. Ich rede nicht mehr mit dir. Das ist in Ordnung. Caste. Ja, die letzte Runde. Doppel-AWP zum Retake. Nicht das Beste. Oh, schöner Molotow. Da zwingt man nochmal den Spieler aus der Ecke raus. Aber trotzdem, die Doppel-AWP natürlich mega unmobil. Und da kann Babel hier einfach zuschlagen. Kasula hat nochmal auf die Rifle gewechselt. Aber dann ist einfach der Refrag da. 7-8. Das ist nochmal eine solide Hälfte. Aber Windigo legt hier echt nochmal eine Schippe drauf. Die Winstreak, die spricht auf jeden Fall auf der T-Seite nochmal für sich selbst. Ja, man muss aber auch einfach mal sagen, deswegen habe ich auch gerade die Ratsche gemacht, dass das Windigo wirklich sehr gut gemacht hat. Man hat mit 6-0 bei ESG geführt und man kann bei Windigo jetzt mit 8-7 hier die Halbzeitführung noch. Hast du da mit Modem gespielt damals? Ja. Boah, ich habe auch mit Modem gespielt. Mal noch was kam, Modem. Und du konntest zu zweit im Internet spielen, weil einfach alles noch nicht so ausgelastet. Ja, da hast du bestimmt schön mit einem 100er Ping auch gespielt. Stimmt. Oder 100. Aber nee, oder Spaß 150er. Immer gemacht. Das hat immer Spaß gemacht. Wir hatten damals ISDN dann irgendwann. Das war schon Luxus, meine Eltern niemals. Ich habe erst DSL bekommen mit 2004. Mhm. Ey, überleg mal, du hast dann Kabelbündelung. Ja, da hast du zwei Kanäle drauf. Da konnte keiner mehr telefonieren, ne? 2004, da war ich, lass mich überlegen, das ist vor 14 Jahren, da war ich 16, da habe ich meiner Mama noch einen Brief geschrieben, dass ich auch immer meine Hausaufgaben machen werde, wenn sie uns dann DSL holen. Ey, bei uns gab's, weißt du, was bei uns gab? Bei uns, das Erste, was bei uns gab, nachdem wir ISDN hatten, gab es 2003, gab es bei uns DSL Lite. Ah ja, mit Bandbreitenbegrenzung, ne? Nee, da, mehr gab es nicht, weil die Leitung nicht ausgebaut war. Da konntest du mit 45 Kabel ziehen. Ach du Scheiße. So, krass, ne? Es geht los, meine Freunde, hier auf den Spot. Man eskaliert einfach drauf, schön die Molotow wieder verwendet. Also das benutzen sie hier bei den Pistols wirklich immer wunderbar. Keine Smoke auf Seiten von den CTs, was ich bei Pistols wirklich angebracht finde, wenn man zum Diffusen das halt machen kann. So, und jetzt wird hier der Retake stattfinden. Dann knallen die da wieder was rein. Ey, Bubble ist einfach auch so stark, aber Raven antwortet, der ist halt ein Tier. Raven! Du bist Hammer! Aber nicht gut genug. 9-7. Entschuldigung. Und, ja. Und ich hatte mal voll den Ärger mit meinem Vater. Ich habe damals Diablo 2 und Warcraft 3 im Internet gespielt, über Battle.net, ne? Ja. Und da hast du noch AOL gehabt, ne? Also da hast du dich eingeloggt, ne? Da habe ich dich eingeloggt, dann habe ich meinen eigenen Account gehabt, ne? Und dann kam eine riesen Internetrechnung, ne? Ach du Scheiße. Und Vater, ich glaube, um es so auszudrücken, ich glaube, der hätte mich am liebsten totgeschlagen, ja. Das war der, wie heißt das nochmal bei Harry Potter, der Kreischer oder sowas? Wenn man da so diesen Mods-Brief kriegt mit 10 Millionen Dezibel. Ja. Ja, dann hast du den mal bekommen, ne? Oh ja. Naja, damals auch. Das war damals wirklich noch Zeiten, wo Internet richtig teuer war. Oh ja. Und man, pro Minute noch gezahlt hat. Ja, zum Glück haben wir heute einfach schön Gigabit-Netzwerke schon. Bei uns zu Hause zum Teil. 400 Mbit ist da. Bei Unity Media. Und ja, hier in der Firma wir bauen aus, ne? 2 Gigabit haben wir. Ja, wir bauen aus auf 4 Gigabit. Ach ja. Ja. Dann ziehe ich hier doch ein, ne? Ja, ist schön. Glasfaser. Telekom Business Leitung. Läuft. Habt ihr ja bei AOL keine Schülerflat gehabt von 14 bis 18 Uhr? Das habe ich noch nie gehört. Hä? Ich auch nicht. Kanté, 1982 geboren. Okay, das erklärt einiges. Wahrscheinlich in Nordkorea aufgewachsen. Nee, aber kenne ich echt nicht. Aber ist eine gute Idee. Nur leider, ja. So, meine lieben Damen und Herren, es geht weiter in die nächste Runde. Man hat bei Kazuya übrigens die berühmte Russen-AK geholt. Ja. Und es dauert alles sehr lange, wie immer, auch auf dem Pass. Ja, lassen wir uns Zeit, schwelgen noch eine Runde in Erinnerung. Es geht in den kleinen Wechsel. Also man baut es nochmal neu bei Windigo auf. Man konnte nicht mal heimlich ins Internet gehen, als es Modem gab, ne? Ja, Mama, hör auf zu telefonieren, ich will zocken. Nee, nachts wollte ich ins Internet gehen, dann ging dieses Modem los und hat erstmal gerattert. Ja, schöner Punisher-Move von der Seite. Und damit werden sie langsam hier Richtung Lang auseinandergenommen. So, Bombe ist gedroppt und wir gucken weiterhin Punisher zu, weil der macht das wunderbar. Mirbit hat keine Lust mehr. Der wird einfach nur noch versuchen, nicht am Ende zu sterben, bevor die Zeit abläuft. Ja, damit das 7-10. Also Windigo legt hier weiter vor.
Ja, also da hat sich der Bayer auf jeden Fall gar nicht gelohnt, denn man hat, glaube ich, nicht mal eine einzige Waffe verloren, oder? Habe ich jetzt richtig aufgepasst? Doch, eine Waffe hat man verloren, aber es hat es einfach nicht gelohnt. Dementsprechend muss man jetzt noch einmal in die Eco gehen und dann geht es los. Dann muss Aronix hier Gas geben auf der Terrorseite. Wenn wir die letzten Maps verfolgen, dann ist es nicht gerade so ideal für sie, denn die Terrorseite hat einfach momentan nicht gut funktioniert. Schauen wir mal, wie das Ganze auf Overpass aussieht. So, es geht weiter nach vorne. Okay, 2001 bis 2056 Grad gesagt, man könnte aber ich noch nie gehört, ne? 20 Euro. Euro kam auch erst 2003, ne? 2001 kam der. Ja. Ja, wie gesagt, ich habe das noch nie gehört. Meine Eltern haben auch damals ganz klar gesagt, alles die teuer, wird es nicht geben. Ja. Hat man lieber noch einen ROM, weißt du, so eine ROM von Super Nintendo ungefähr zwei Stunden runtergeladen. Ey, 3 weißt MB. Du, weißt du, was das, weißt du, was geil war? Wir hatten damals, ich war, glaube ich, 9 oder so. Mein Vater hat von der Arbeit so einen Rechner mitgebracht, ne? So einen alten 386er, ne? Ja, da hat man auch geile Spiele gespielt, ey. Ey, und Audio-Rekorder. Das Geilste ist, wir haben damals dann, oder ich war der Einzige in meinem Freundeskreis, wo die beiden PCs schon im Netzwerk verbunden waren. Ja, und zwar war nicht so über Ethernet, ne? Sondern über dieses, das aussieht wie so ein Kabel, ne? Ja. Vom Kabelanschluss, ne? Und da haben wir die ganze Zeit immer Warcraft und Command & Conquer gespielt. Ja, Hammer. Da war geil, Mann. Der Shit, ey. Alarmstufe so. Rot damals. Boah, geil. Das, ja, oh. Ach. Ach. Warcraft, geil, Mann. Richtig, das hat meine Kindheit geprägt. Alarmstufe Rot war auch Hammer, ey. Tanja. Geil. Oder der eine, Wadis, geht klar, Chef. Ja. Ob je pasto, hat er immer gesagt. So, richtig gut. Naja, gut. So, jetzt die geht's Ekos los. Haben also. Wir ja überbrückt mit alten Zeiten. Einer schreibt auch schon, ich bin 99 geboren, darf ich mitreden, Lex Gamer. 99 ist zu jung. Guck mal in diesen viereckigen Dingern nach, die deine Eltern im Schrank haben, die nennt man Bücher. Ja. Da stehen noch alte Dinge drin. Ja. Oder google einfach bei Wikipedia. So, 11-7 steht es. Aronix muss genau jetzt Gas geben, nicht in 2 Minuten, nicht in 5 Minuten, sondern jetzt ausrasten, ab geht's, auf geht's und man, ja, erstmal wieder Phase 1. Das ist halt bei Overpass, du hast eigentlich nur Zeit zum Quatschen, weil es einfach immer so lange dauert. Es dauert immer so lange, bis die dann hier sind. Dann red doch drüber, was Chips macht. Ja, eigentlich müsste man so machen und dann müsste da 45 Sekunden stehen. Guck doch, was Chips macht. Der geht nämlich Richtung Kurz auf Informationssuche. Nein. Da wird hochgesprungen. Das Gleiche wird auch passieren. Erstmal Richtung A. Ne? Also, ein bisschen Information Richtung Lang. Euronix pusht unten raus, versucht über Monster natürlich die Offensive anzuziehen. Crispy ist durch und versucht auch direkt an den Smoke an der Brücke vorbeizukommen. Den Frag holt er, der war wichtig, aber der zweite fällt nicht. Bubble steht oben bereit und die Offensive wird hier von Euronix einfach nur zerbumst. Und am Ende überleben sie mit 3 Leuten. Also, gut nochmal von Crispy durch die Smoke über die Brücke. Nochmal den einen Frag geholt, der nochmal so ein bisschen die Hoffnung gegeben hat. Aber oben steht die AWP bereit. Ein zweiter Spieler Richtung ABC. Und das Ding ist am Ende, Richtung Wasser, sorry. Und das Ding ist gelaufen. 7-12, also Windigo. Ja, spielt hier ihren Stiefel bisher auf der CT-Seite runter. Ach, das ist gerade sehr frustrierend. So, 2 Smokes hat man, bei Faven und bei Crispy. Die wird man höchstwahrscheinlich versuchen, um auf den A-Spot zu kommen. Das heißt, man wird entweder hier so eine kleine Wand machen und hier legen wollen. Oder man smoket hier die passenden Bereiche ab, wie man es so kennt. Oder man faked rüber. Mal gucken. Aber höchstwahrscheinlich wird es hier die Smokes auf den A-Spot geben. Mhm. Jetzt wartet man erstmal, ob es eine Rotation gibt. Die passiert erstmal nicht. Und dann wird man vorgehen und versuchen, diese Runde an sich zu reißen, wie die Weltherrschaft. So, los geht es. Blocker muss halten. Bubble schon mit dem ersten Frag. 1, 2, 3. Und das ist leider zu gut geaimt. Cressy, letzter Überlebende, wird auch ausgenommen. Damit 13-7 für die Jungs von Windigo. Kennst du noch Outcast? Outcast. Ja. Sag mir was, geh mal auf Google Bilder. Das war das erste Spiel mit Voxel-Grafik, wo die ganze generiert wurde. Das auf keinem PC gespielt wurde. Dass man auf fast keinem PC spielen konnte, ne?
So, Kazuya. Das war nice. Jetzt bin ich in alten Erinnerungen. Ich weiß, du bist jetzt richtig Nostalgie-Flash. Müssen wir warten bis zur nächsten Eco, dann kannst du uns gerne noch ein paar Sachen erzählen. Wenn es noch eine Eco gibt, weil Windigo wird langsam, aber sicher hier in ein Spiel eintauchen, das mehr als souverän gerade runtergespielt wird, aber kaum geht der Jitko hin und sagt, das ist souverän, ist das wieder gejinxt und so typisch, ne? Und Windigo steht im 3 gegen 4, Kazuya wird über lang geschickt und ja, jetzt steht man schon im Retake bei Tint, wird gut abgamed, also da muss Kazuya nur den einen Winkel ein. Warum? Also Venom, nein. Einfach halten und dann kann Victor hier eingreifen und das wird direkt bestraft. Das ist instant bestraft worden. Gressi versucht das nochmal auszugleichen, da guckt der Kopf raus, genau einmal über die Schulter geschaut und damit ist es mir bitte im 1 gegen 1 Victor, nochmal der Spray. Also der Mann mit dem Nacken, der Bulle, der muss hier gegen den kleinen frechen Wirbel dranhalten und dann 4K. War's. Victor, der ist beendet. Da muss ich dir mal die Ratsche geben, Mann, ey. Ja. Victor, schöner 4K da gemacht, starkes Ding, aber auch ein bisschen verdattelt von Euronix, da muss man einfach mal ein bisschen Frustration haben. Ach, Mann, ey. Es gibt keine Eco, ich kann leider keine Geschichte mehr erzählen. Tja, dann müssen wir leider jetzt hier den Spannungsbogen aufrechterhalten. Ja. Eventuell kriegt der Euronix Windigo nochmal in die Eco geschickt. Ja, es ist nochmal Galil und ja, das was halt geht mit dem Geld, was man hier über hat. So, Faven erstmal blind. Und damit baut man langsam auf. So, Phase 1 tritt ein, wie bei Zurück in die Zukunft, da wird das Brikett beim letzten Film in den Holzofen reingeschmissen und Phase 3 explodiert dann alles. Das Geilste ist Dingens. Was? Ach ja, stimmt, die Phasen mit dem verschiedenen Rauch. Ne, diese Mini-Pizza. Das fand ich beim zweiten Mal. Achso, das war geil. Die Mini-Pizza, da kommt so. Da kommt eine große Pizza raus. Oh, geil, Alter. Da habe ich mir gedacht, yeah. Aber gut, das ist jetzt vorbei schon. Das Datum war ja letztens vor 2 Jahren, glaube ich. Ne? Mhm. Naja. Schade halt, ne? Hätte ich mir gewünscht. Liegende Autos haben alle erwartet. So, Punisher mit einem Kill gegen Faven. Gerade möchte auch einfach kein Frag mehr sitzen. Euronix kriegt hier einfach nichts hin. Man muss ganz klar sagen, Windigo hier auch wieder mit einer Flawless TT-Round bisher. Mhm. Und da sitzt einfach auch wirklich jeder Shot. Ja, deshalb spielt man BO3. Yes. Merkst du halt hier, dass BO3 eigentlich durch das bessere Format ist. Auch wenn es Swiss Cup ist, finde ich BO3 super. Weil das zeigt dir wirklich, wie konstant du runterspielen kannst. So, Kazuya wird jetzt vorgeschickt, kriegt eine Flashbang, zieht rum, sieht den Spieler, kann ihn holen. Also da wurde auf jeden Fall komplett die Schulter bis zur Sepsis niedergestreckt und damit hat man jetzt hier die zwei Frags. Sehr schön. Blocker und Chips im Retake. Na, wie wollen sie das machen? Eine Flashbang noch dabei, ein Dev-Kit, das sieht auf jeden Fall gut aus, dass sie hier nochmal vielleicht irgendwie rausstürmen können. Aber da hat Kazuya schon wechselt den Winkel und damit hat Chips ein Riesenproblem. Der Afterblend gut gewählt von Euronix, die Bombe liegt komplett offen wie ein Scheunentor und das ist fast nicht mehr machbar für Chips. Der müsste jetzt beide Spieler in der Toilette finden und da wartet immer noch der gelbe Blitz Richtung lang. Ist gut gemacht von Cressy. Oh. Ne, er schaut nur nach hinten. Alles ich gut. Korrigiere. Einfach strong schon wieder. Ja. Er holt Zeit raus. Ja, es ist einfach stark. Ja. Ehrlich. Wollte eigentlich noch versuchen, noch einen zweiten zu kriegen. Hatte aber die Angst, dass nämlich die Leute vom Spot runtergehen, um zu safen. Und deswegen war er dann committed, letztendlich den Schuss zu machen. So, man hat jetzt hier noch genug Geld bei Windigo. Jetzt die nächsten zwei Runden werden auch nochmal wichtig für Euronix. Schaffen sie es oder nicht? Das ist die große Frage. So. Liebe Jungs von Euronix, es gibt Geschenke für euch, wenn ihr jetzt hier leckere Headshots macht. Oh Gott, ich will gar nicht wissen, was für Geschenke. Das will ich auch nicht wissen. Ein Mixer, powered by Euronix. Natürlich, ein Mixer. Küchengerät. Vor allen Dingen können sie Sticker kriegen, wenn sie sich einfach mal richtig bemühen. Ja. Das wäre halt natürlich ein Ding. So, auf geht's, kommt. Ihr schafft es. Ihr schafft es. Jawohl! Ach, so, AWP bei Kazuya dabei. Es geht flott nach vorne Richtung Park, also flott. Das Tempo wird angezogen, lieber Venom. Ja, flott.
Guck mal, es ist, ja, das ist, so nervig, ehrlich, nee, wirklich, das hasse ich an Overpass. Oh, am besten, hättest du beide Teams auf DE Erdnuss, ne? Nein, aber es ist einfach auf Overpass, es dauert wirklich immer so lange, bis sie hier drüber sind, Mann. Es ist einfach jedes Mal, es ist so fade. Ja, dann... Wenn die Cities nicht offensiv spielen, hast du einfach nichts zu sagen. Ja, dann musst du mal, Astralis, Face schauen, Liquid. Ja. Muss ich. Ja. Die spielen immer offensiv. Ja. Weil sie einfach wissen, was der Zuschauer sehen möchte. So, aber interessant ist zumindest, was man sagen kann, man splittet bei Euronics auf. Es wird jetzt hier der Zugriff Richtung A sein, aber es gibt die Rotation, die kommt aber nur ganz kurz. Es war nur ein ganz kleiner Impuls, jetzt geht man hier auf den Spot drauf. Wer wird jetzt hier den längeren Atem haben? Wer wird die Fracks hier machen? Mürbelt ist da mit dem ersten Frack. Ganz wichtig, kein Helm bei Victor. Ja, und Chips ist wieder da. Chips ist halt absolut on fire, wie der mal wieder auftritt. So, da passt Bubble auf und die beiden machen das hier dicht. Und die Runde ist sponsored bei dem guten Necky L. Vielen Dank für deinen Support, auch wenn Euronics hier gerade verloren hat. Trotzdem, die Runde gehört dir, wie der Frank Zander Nessie mit seinen Geburtstagsgrüßen. Könnte auch Nessil sein, je nachdem, wie er es meinte. Ich weiß es nicht. Das wird er uns bestimmt beantworten. Aber Necky? Necky? Necky 11. Ich hätte Nessie gesagt, aber ich weiß es nicht. Ja, wird er uns beantworten. Es geht auf jeden Fall für Onyx nochmal in den Forceball. Das ist die letzte Chance. Ansonsten ist man hier raus und man wird nicht auf Sprout treffen, sondern es ist komplett rausgeflogen. 15 zu 8. 7 Runden, die man machen muss. Aber wir haben noch die Hoffnung. Mhm. Mit den Pistols. Es wird sehr schwer. Eagles 20 Sets. Es wird. Du triggerst mich so mit diesem Klick. Es wird so schwer für die Jungs von Euronics. Aber selbst ein Nico von FaZe hat schon gezeigt, was mit einer Deagle möglich ist. Und das gleiche wollen wir natürlich jetzt auch von Euronics sehen. Aber so ein Kill von Bubble ist natürlich echt tödlich. So. Minice hat schon wieder angesagt für dich, ne? Oh, der aimt gut an. Ja, Kazuya bekommt hier keine Chance. Das ist aber auch gut von Windigo gespielt. Muss man einfach sagen, Opener bekommen, die wissen, dass sie kein Geld haben und die gehen halt kein Risiko ein, nicht irgendwie doof nach vorne pushen, sondern einfach nur defensiv spielen mit einem Rotierer, zwei auf dem A-Spot mit Kreuzfeuer. Das ist sehr gut runtergespielt. Muss man einfach sagen, das ist wirklich gutes Counter-Strike, was uns Windigo hier auf der CT-Seite zeigt. Victor hält auch weiterhin erstmal den Spot frei. So, jetzt geht's auf den A-Spot drauf. So, Bubble ist nochmal blind. Oh, der wird von Kazuya dann nochmal ganz gut rausgenommen. Aber Kazuya ist der letzte Verbleibende und das werden wir dann am Ende nicht mehr sehen. Schade! Blocker beendet das und Windigo verdient sich hier auf jeden Fall den Einzug in die nächste Runde. 2-2, für sie gibt's noch eine Chance. Und tja, für Euronics war's das leider. Trotzdem, ich bin stolz auf die Jungs. Es ist okay, was sie gezeigt haben. Haben viele Overtime-Krimis uns abgeliefert. Und sie brauchen sich nicht zu schämen, dass sie hier im Close Qualifier ausgeschieden sind. Man muss auch dazu ganz klar gehören sagen, sie schon zu den besten Teams. Vor allem die Gegner, die sie hatten. Ja. Einfach übertriebenes Lospech. Mhm. Ja. Erst gegen Optic Gaming, also ein knappes 2-1 gehabt, dann jetzt gegen Windigo gespielt. Das letzte Spiel gestern gegen Red Reserve war es, glaube ich. Ne? Davor habe ich es wieder vergessen. Also es waren auf jeden Fall immer sehr starke Gegner, die man da entgegengetreten bekommen hat. Aber und, man muss von der Seite sehen, du musst halt gegen die Gegner gewinnen, um am Ende auch auf dem Miner eine Chance zu haben. Aber man hat trotzdem, man kann es auch einfacher haben. Sagen wir mal so. Ja, so. Wie zum Beispiel NIP. Die kämpfen sich aber immer noch durch. Gut, also meine Lieben, wir werden jetzt hier ein kurzes Päuschen machen. Wir werden gleich natürlich das Spiel dann von Sprout sehen. Gehe ich mal felsenfest von aus. Wir können nochmal kurz... Ja, geh mal auf das, den Hashtag. Genau, so. 99 Major